Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier in der Nähe von Winchester und da hinten, ne, da wo dieser abgebrochene Turm ist, da wollen wir, denke ich, hin. Ich schau gerade mal, hier gibt es nichts mehr. Dann können wir da ja eigentlich mal direkt einreiten, würde ich sagen. Ups, da ist auch schon mein Pferd. Hier irgendwas zu sehen. Sieht nicht so aus. So, da sind wir in Winchester. Der Weg hier schlängelt sich wieder weg, ne? Den wollen wir nicht nehmen. So, und wir wollen uns an einer Kirche. Ich kann ja kurz die Questbeschreibung mal aufmachen. Und wir können auch mal in den Kodex reingucken. Da gibt es bestimmt was Neues. Winchester zum Beispiel. Winchester im Südwesten von Wessex gilt als das Herz des christlichen Glaubens im angelsächsischen England. Unter König Alfred wurde die Stadt zum Zentrum von Erleuchtung, Frömmigkeit und progressiven Reformen. Der König scheute keine Kosten und Mühen beim Bau von Kirchen sowie bei der Übersetzung und malerischen Darstellung religiöser Texte. Oh, da bin ich aber gespannt. So, Ravensthorpe haben wir hier. Ich weiß nicht, warum uns das ja jetzt neu angezeigt wurde. Keine Ahnung. Rivers? Was sind das? Eine uralte Darstellung. Ach, das ist dieses. Der hat mir die letzten Male nichts Neues angezeigt und jetzt auf einmal kommt es. Eine uralte Darstellung eines Pferdes von der Größe eines Fußballfeldes, welche in die Kreidewiesen des Whitehorse Hill gegraben wurde. Mit uralt meine ich, dass sie schon zur Zeit der Wikinger sehr alt war. Die Gräben wurden bereits vor 3000 Jahren ausgehoben und mit Kreide gefüllt. Das Pferd muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden und das seit seiner Erschaffung. Seit Menschengedenken haben sich also immer wieder Leute zusammengetan, um mit Hämmern und Eimern voll Kreide die Linien zu weißen und zu verhindern, dass sie überwuchert werden. Ja, ist so schön. So, der Grief von Winchester trifft den geheimnisvollen Kontakt und bringe dessen Absicht in Erfahrung. Ja, finde den Mann in Weiß und sprich mit ihm. Also hier steht nicht viel. Jedenfalls, wir suchen vor einem Gotteshaus einen Mann, der in Weiß gekleidet ist und müssen ihm dann eine Losung. Quasi ins Ohr flüstern. Was denn das da drüben? Ach so. So, wir schauen mal. Hier drin gibt es ja auch irgendwas. Da oben. Wie kommen wir denn da hoch? The seed of King Alfred's power, where hawkshit stained my boots. Ja. I will find the man in white in their God's house. Genau. Habe ich ja gerade schon gesagt. So. Dann machen wir hier ein bisschen Feuer. Aber ich finde trotzdem nicht raus, wie man da hochkommt. Ja, lass mal nicht die Fackel werfen, vielleicht. Das wäre, glaube ich, total gut. Ist halt nicht verfügbar. Okay, ich sehe halt gar nichts. Ist dein Ernst?
Was haben wir los da drin? Oh Mann. Warum kann ich denn hier nicht nach rechts krabbeln vernünftig? Na geil, ich hänge hier halt so fest, ne? Hat ja nur ein bisschen gedauert. So, hier wird es inzwischen schon hell. Dort ist das Gotteshaus, mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen, würde ich vermuten. Kirche des heiligen Petrus. Dann schauen wir uns doch mal um. Hier zum Beispiel ist ein Mann in Weiß. Ipse benedictus. Non vivet in ignorantiae sue providentiae. Verbum autum Dei quod est multis sermonibus et parum haben significatione. Ja, ich habe keine Ahnung, was er mir erzählt. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. So ein bisschen verschwörerisch. Das müsste eigentlich mein Mann sein, oder? Heiliger Text, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Denis und Kaeli, Terra Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, keine Ahnung. Dinge. Ein lateinisches Kirchenlied. Ja, also wer jetzt Latein kann, kann damit vielleicht Spaß haben. Die Lobpreisung Gottes. Tun wir mal das, was jede vernünftige Nordfrau in der Kirche tun würde, ein bisschen plündern. Was ist denn da los, Alba? Bleib doch nur noch ein bisschen hängen. So, noch weiter nach oben. Gerade rot. Hä? K.
Keine Ahnung, worauf ich da beinahe geschossen hätte. Ja, das ist nicht der Richtige. Warum denn nicht? Bin ich am falschen Gotteshaus? Nein, ich bin am falschen Gotteshaus. Geil. Finde ich ja schon mal gut. So, hier ist die Luke. Lässt sich auch von hier nicht durchschießen. Brief an ein Mädchen. Meine Wildblume, Winchester. Du kannst dir das geschäftige Treiben gar nicht vorstellen. Alle möglichen Menschen leben hier. Wie sie denken und wie sie sprechen, ist mir fremd. Einige stammen so weit aus dem Norden, dass sie noch Schnee auf den Häuptern haben. Eine ganz andere Welt als unser kleines Nest, aber dafür neu und aufregend. Meine neue Arbeit ist gut. Schon bald sollte ich genug Silber haben, um dich nachholen zu können. Wir haben keinen Grund, irgendetwas zu fürchten, solange wir beisammen sind. Bewahre den Glauben, Liebste. Wir sind bald wieder vereint. Deine Honigbiene. Oh, die Wildblume und die Honigbiene. Ich frage mich, ob sein Name Billy ist. Da hinten ist natürlich die deutlich prächtigere Kirche. Das sehe ich schon ein. Oh, das gab schon Fertigkeitenpunkte. So, ein bisschen Schaden, ein bisschen Nahkampfwiderstand. Kann auf jeden Fall nichts schaden. So, und dann müssen wir. Oh. Das Domizil des Bischofs und der Mithras-Tempel. Na, ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Aber dazwischen wollen wir hin. Wo ist denn das? Das heißt, Domizil ist da rechts? Nee. Nee, das Domizil muss noch dahinter sein. Also wir wollen schon zu jener Kirche dort. So, wo kann ich hier runterspringen? Drohung. Frage ich mich natürlich, ob er das auch gewillt ist, durchzuziehen. So, er nicht. This must be the house of their timid god. They built him a rich dwelling. Do you have a moment to speak of our Lord and Savior? Jesus, the light of the world? For a coin, I will tell you his story. 115. Here, spend it well. You honor the Lord's great deeds with your charity. For God's Spirit breathed on the waters, and in the Jordan River, Jesus was cleansed of all sin. A holy river.
On the mountain, he walked with his disciples. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Baldur, too, is bright as the sun. At his tomb, the earth shook and an angel appeared, asking them why they looked for the living among the dead. He has risen! A stirring saga, old man. Use that coin I gave you for bread rather than ale. Klare Ansage. The Lord takes the best of us to sit beside him. Bishop Aelfirth, he is not with God. He is locked in the flaming crypt where all heretics go. Hush, they'll hear you. Even the mighty fall. And God's servant, the Bishop Aelfirth, was mighty indeed in defense of his God. He was a man of surpassing. A Dane treads the cobbles of God's house. In search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It's you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. I do, but I am not yet satisfied that you are the one for the task ahead. As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. Was? Why deny the pleadings of an unwashed pagan who aches to know God? Take me as I am and I will do your Lord's bidding. How great is the burden of learning for one so unworthy. But I see that no amount of instruction in the Lord's words will save your soul. Come. Das ist wohl richtig. Ich glaube, ich habe mir gerade ein bisschen Zeit gespart, die ich sonst nicht verbracht hätte. I cannot stand waiting in silence. Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish when keeping to silence. Hush! Your prattling offends God's ears. We're here! Naja, sonst hätte ich sie damit verbracht, irgendwas über Jesus' Leben zu erfahren. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. May Christ, whose terror scares away the foul throngs, make with me a strong covenant. Was God's lesson instructive? I learned that your God fears death just as mine do, just as every man does. Yet through our Lord, we may achieve life everlasting in his glorious presence. Perhaps you missed that detail. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? You gifted my Jarl to that well from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke is a member of the Order as well. The wolves biting at my skirts grow craftier by the day. How much do you know of this Order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs, free men eager to kill you. Two now. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your God, that must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester.
I pray the deaths of his colleagues will do the same. So many lies in the name of your god. Perhaps he is not strong enough to help you. My god is the Almighty. But my enemies are numerous and my throne is fresh. There must be no trail from these murders back to me. I should let the Order kill you. If I made it easy for them, they might even return Sigurd to me. I would return him to you myself, if I knew where they were holding him. But Fulke's treachery has blindsided me as well. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning, my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust? Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the west gate. You may find something there. Eivor, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. Ja. Super. So, gut sie wieder auf. Ascending. König Alfred. Erreiche Godwins Haus. Schauen wir uns gleich an. Da drüben muss ich hin. Na gut, machbar, denke ich. Aber wo wir find this reef, Goodwin. Ja, wo wir schon mal hier sind. Ich bin da vernünftig hoch. Ups. Da oben durch das Fenster kann ich auch nicht direkt durchkrabbeln, ne? Das sieht ein bisschen steinern aus. Muss man 3 Thronschlüssel einsammeln. Im Münster. Einer ist da oben irgendwo. Ja, da habe ich halt keine Ahnung, wie ich. Muss ich wahrscheinlich von außen in den Turm oder so. Bericht vom Wundern. Magister Bartha sagte, ich wäre ein böser Junge, weil ich ein Ei über Wittberts Kopf aufschlug. Um Demut und Frömmigkeit zu lernen, muss ich einen Bericht über die Wunder des heiligen Svithun verfassen. Sankt Svithun war ein großer Mann mit einem roten Vollbart und Arm so dick wie Baumstamm. Er konnte Feuer aus seinen Augen schießen und einmal hat er Eier wieder zum Leben erweckt. Als sein Arbeiter eine alte Frau auf einer Brücke anrempelte und die Eier aus dem Korb fielen und zerbrachen. Oh, und er lässt es regnen. Also immer. Und er wirkt immer noch Wunder, obwohl er tot ist. Amen. Okay. Danke für diese sehr gut recherchierte Abhandlung.
Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es hier deutlich zu verschachtelt ist. Eine Parabel. Der Anfang Jesu liegt am Wasser, die Mitte liegt beim Licht, das Ende liegt in der Erde. Okay. So, das ist der erste Schlüssel, okay. So, da in diesen Turm muss ich für den Schlüssel und die Truhe selbst verbirgt sich aber da unten irgendwo. Es ist echt egal, in welche Richtung ich drücke beim Angreifen. So, Schlüssel Nummer 2. Show me. Und dafür müssen wir wahrscheinlich irgendwo nach unten und also von hier aus auf jeden Fall nach unten, aber auch generell nach unten. Oh no, ich glaube, ich habe es verpackt, ne? Weil da oben ein Aussichtspunkt war. War da gar kein Aussichtspunkt? Ach, na klar, war da ein Aussichtspunkt. Ja, aber das hier sah von oben auch aus wie ein Brunnen. Ich dachte, das wäre vielleicht mein Weg nach unten. Ja, offensichtlich nicht der Fall. Hier noch mal hoch. Wir synchronisieren uns natürlich auch hier. Und dann brauchen wir nur noch den Keller. Wie muss ich da runterkommen? No.
Nein. Das ist so ein schöner Heuhaufen, ne? Gar nicht unterirdisch? Nee. Das liegt gar nicht unterirdisch, das Ding. Hier drüber ist es. Dann schnappen wir uns doch mal hier so eine Säule. Krabbeln die hoch. Um dann festzustellen. Dass sich das Ganze doch als etwas merkwürdig darstellt. Ja, dieses Fenster wird es sein. Och, ist das Ding hässlich. Na gut. Paranoider Vermerk, keine Ahnung. Ich spüre, wie mich Augen aus den Schatten beobachten. Ich weiß, dass mich jemand töten und sich den Schatz unter den Nagel reißen will. Um meine Sicherheit zu gewährleisten, habe ich alle Schlüssel an Orten versteckt, die nur mir bekannt sind. Wenn ich sterbe, stirbt das Geheimnis der Schlüssel mit mir, gezeichnet. Oder Michael. So, sieht der Helm wenigstens super gut aus. Ja, total. So, ihr seid doch hier, naja, Klostergarten stimmt nicht, aber fast dicht genug dran und trotzdem keine Heilpflanzen da. So, wir gehen hier hinaus. Und wenden uns nach rechts. Na, ja, machen wir beim nächsten Mal. Hab gerade auf die Uhr geschaut. Ach, guck mal. Wir können heute wenigstens noch was essen. Aber für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir vielleicht schon rausfinden, was König Alfred hier vorhat, ob das vielleicht eine Falle ist oder ob er wirklich gejagt wird von der vom Orden. Müssen wir mal schauen. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.